Mahlzeit, moin Leute, heute geht es mir um eure Sicherheit bzw. um das hoffentlich bei uns gekaufte Werkzeug zu schützen. Gerade in der dunklen Jahreszeit kommen immer mehr Spackos auf die Idee, irgendwelche Bullies aufzubrechen, und da haben wir jetzt zumindest für die Hecktür schon mal eine passable Lösung. Und zwar nennt sich der Teil Bulldog von der Firma Matador. Bulllock, nicht Bulldog. Ist wirklich eine einfache, aber sehr geile Lösung, die dann anzuwenden ist, wenn ihr eine Anhängerkupplung am Bulli habt. So sieht das aus, das Teil, und sitzt dann nachher sauber hier drauf und sorgt dafür, dass die Bullitüren nicht mehr zu öffnen sind. Das ist das Befestigungskit. Ist also wirklich super. Ein vierteiliges Zubehör. Zwei Schrauben und zwei Halterteile. Eine Schraube liegt in der Lose drin. Dafür benötigt ihr einen Imbusschlüssel. Am besten auch bei der keine Werkstattbedarf gekauft. Um ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. So, packen wir das Ding erstmal aus. Aufbauanleitung in drei Schritten ist auch dabei. Ich habe es jetzt vorher nicht, das will das nicht faul wirken, aber ich habe es vorher nicht ausprobiert, weil ich mir das auch so aus zutraue. Fliegt die Hälfte schon durch die Gegend hier. Da. Die beiden Teile setze ich jetzt unter den Kopf. Zwischen 5 und 20 mm darf der Abstand sein. Und so, dass halt nachher ein Anhänger noch drauf zu setzen ist. Auf den Kopf. Erste Schraube gesetzt, die hat auch so eine Vertiefung, könnt ihr gar nichts falsch machen. Ja. Ein bisschen los. Beide Seiten gleich. Fest sind, circa vom Abstand auch passen. Ja. Schlüssel sind hier unten mit dem Kabelbinder dran befestigt. Braucht also nicht lange im Karton rumsuchen, wie ich gerade. Da. Jetzt drehen. So. Muss da selber erstmal gucken. Ich habe das selber noch nie gemacht. Muss ich doch noch in der Beschreibung gucken, ey. Da haben wir es. So, jetzt öffnet er sich. Ne? Klappmechanismus. Fliegen also auch erst keine 15 Einzelteile durch die Gegend. Setzt den hier drauf. Setzt den hier drauf. So. Kinderleicht, oder was ich gesagt? Das würde sich faul wirken, aber ich habe das vorher nicht ausprobiert, weil ich mir das auch so aus zutraue. Ich glaube, ich bin zu hoch. Warte mal. Habe ich nicht gerade noch gesagt, man kann nichts verkehrt machen, weil ich mir das auch so aus zutraue. Vielleicht ist die Auswölbung unten. Oder jetzt in dem Fall oben. Vielleicht ist sie für unten gedacht und nicht für oben. Na, ich habe ja hier. Da bin ich jetzt einfach mal von ausgegangen, dass die für unter der Kugel ist. Aber vielleicht ist das auch so da rum. Probieren wir aus. Thank you.
gleich nochmal. Setzen rüber. Ah, genauso muss es sein. Jetzt also etwas zusammendrücken zum Öffnen. Türen schließen. Unsere Türen sehen eigentlich immer frisch gewaschen aus und auch gerade, aber hier ist eine Baggerschaufel eingeschlagen letztens. So, zack, verschließen und ich komme nicht mehr rein. Top Sache, sieht sicher aus, kann man auch nicht lösen. Keine Chance. Tipptopp.